Täglich kommt mehr Landvolk aus den umliegenden Ansiedlungen hierher. Die Himmelsfeste wird zur Pilgerstätte. Wenn die Nachricht diese Leute erreicht hat, weiß auch der Älteste Bescheid. Wir haben die nötigen Mauern und Männer, um uns hier zu halten. Aber diese Bedrohung ist weit größer als der Krieg, den wir erwartet hatten. Allerdings wissen wir jetzt, wie ihr Korypheus standhalten konntet und was ihn zu euch geführt hat. Ja, und damit erstmal herzlich willkommen hier wieder zurück bei Dragon Age Inquisition. Ich habe ganz heimlich hier einen Cut eingeschleust. Wir sind angekommen auf der Himmelsfeste. Ja, wenn die natürlich Bescheid wissen, dann weiß der Älteste Bescheid, ist uns, glaube ich, allen klar. Aber hohe Mauern, Türme, aber dieser Älteste hat einen Drachen, ne? Es war Andrastes Segen, die Inquisition. Er wollte den Anker. Er ist deshalb gekommen und jetzt nützt es ihm nichts mehr, also will er mich tot sehen. Ganz einfach. Der Anker hat Macht, aber er ist nicht der Grund, warum ihr noch hier seid. Eure Entscheidungen ermöglichten uns, den Himmel zu heilen. Dank eurer Entschlossenheit haben wir Haven überlebt. Ihr seid wegen dem, was ihr getan habt, der Rivale dieser Kreatur. Und das wissen wir. Wir alle. Die Inquisition braucht einen Anführer. Jemanden, der sie längst anführt. Euch. Aus der Inquisition wird der Inquisitor mit Truppe. Ihr vertraut einem Magier? Höre ich recht? Ein Magier als Oberhaupt der Inquisition. Kein Magier, ihr. Ich bin aber ein Magier. Ich behaupte nicht, dass alle begeistert sein werden, aber die Zeiten ändern sich. Vielleicht ist es das, was der Erbauer wollte. Ohne euch gäbe es keine Inquisition. Wie sie auftritt und wie sie führt, ist allein eure Entscheidung. Unsere Sorge muss allein der Ordnung und Sicherheit dieser Welt gelten, nicht der nächsten. Ich wurde nicht gewählt. Ich habe gewählt. Und ich werde uns zum Sieg führen. Wohin ihr uns auch führt. Wurden unsere Leute informiert? Ja, und bald wird es die ganze Welt wissen. Kommandant, werden Sie uns folgen? Inquisition, folgt ihr uns! Werdet ihr kämpfen? Werden wir triumphieren! Euer Anführer! Euer Herold! Euer Inquisitor! Dann bringen wir mal die Bude auf Vordermann. Hier beginnt es also. Es begann auf dem Hof. Hier lassen wir dem Versprechen Taten folgen. Aber was sollen wir tun? Wir wissen nichts über diesen Korypheus. Abgesehen davon, dass er euer Mahl wollte. Tja, na, er hat es ja angedeutet, er will Gott werden. Korypheus sagte, er wolle die schwarze Stadt betreten. Er sagte, das würde ihn zu einem Gott machen. Er ist bereit, diese Welt zu zerstören, um die nächste zu erreichen. Es spielt also keine Rolle, ob er sich irrt. Und wenn er sich nicht irrt? Was, wenn er irgendeinen anderen Weg ins Nichts findet? Dann erlangt er entweder die Macht, nach der er strebt, oder er stürzt uns alle ins Verderben. Na gut, das nicht zu betreten ist nicht gleich, ist nicht gleich mehr Macht oder er wird nicht zum Gott. Ich meine, das Nichts habe ich auch schon oft durchschritten. Und von Solas wissen wir ja, dass er da eben so bewandert ist. Mit Tevinter, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Korypheus will Tevinter wiederherstellen. Ist das der Auftakt eines Krieges mit dem Reich? Ich habe das Gefühl, dass wir es hier eher mit Fanatikern zu tun haben, als mit der Vorhut einer echten Invasion. Tevinter ist nicht das Reich, das es vor 1000 Jahren war. Was Korypheus wiederherstellen will, existiert längst nicht mehr. Dennoch bin ich mir sicher, dass niemand im Reich auch nur eine Träne vergießen würde, wenn der Süden ins Chaos stürzt. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ist sein Drache ein Erzdämon? Könnte sein Drache tatsächlich ein Erzdämon sein? Was würde das bedeuten? Den Beginn einer neuen Verderbnis. Wir haben abgesehen von Korypheus selbst keine andere dunkle Brut gesehen. Vielleicht ist er ja gar kein Erzdämon, sondern etwas anderes. Was auch immer er sein mag, er ist gefährlich. Die Kontrolle über eine derartige Kreatur verschafft Korypheus einen gewaltigen Vorteil. Eben, die dunkle Brut ist gar nicht da. Er muss um was anderes sein, der Drache. Wenn nicht, brauchen wir die Hilfe der Wächter, aber sonst sind wir ganz schön aufgeschmissen. Wir brauchen definitiv mehr Informationen. Es muss da draußen doch jemanden geben, der irgendetwas über Korypheus weiß. Ich fürchte, abgesehen von denjenigen, die ihn in der Schlacht gesehen haben, werden die meisten nicht einmal glauben, dass er überhaupt existiert. Das ist mit Alexius. Einen Vorteil zumindest haben wir. Wir wissen, was Korypheus als nächstes vorhat. In dieser merkwürdigen Zukunft, die ihr erlebt habt, wurde Kaiserin Selene ermordet. Stellt euch nur vor, welches Chaos ihr Tod verursachen würde. Mit seiner Armee. Einer Armee, die er, wenn man der Zukunft Glauben schenkt, noch durch eine gewaltige Dämonenstreitmacht verstärken wird. Gott hin oder her. Korypheus könnte den gesamten Süden von Thedas erobern. Ich würde mich deutlich besser fühlen, wenn wir mehr darüber wüssten, mit was wir es hier zu tun haben. Ich kenne jemanden, der uns dabei helfen kann. Die allgemeine Begeisterung hat auch meinem Gedächtnis auf die Sprünge geholfen, also habe ich einem alten Freund eine Nachricht geschickt. Er hatte schon mal das Vergnügen mit Korypheus und weiß vielleicht mehr über seine Pläne. Er kann uns sicher helfen. Aha. Na, da bin ich ja jetzt gespannt. Und Josephine immer mit ihrer Kerze, ne? Als Haven zusammengebrochen ist, sie wahrscheinlich auch mit ihrer Kerze rumgerannt. Mein Mann, ey. Wetter alte Freund, Varric. Sag bloß der Wächter. Stell uns vor. Neue Verbündete sind immer gut. Stellt uns einander vor. Das würde zu viel Tamtam machen. Ich denke, ein vertrauliches Treffen wäre besser. Auf den Wehr gingen. Glaubt mir, die Sache ist kompliziert. Sie ist es immer bei dir. Also schön. Wir sind bereit, uns mit beiden Angelegenheiten zu befassen. Wir erwarten eure Befehle, Inquisitor. Nennt mich nicht so. Ich weiß nur eines. Falls Varric gerufen hat, wen ich denke, den er gerufen hat, bringt Cassandra ihn um. Ach du große grüne Neune. Himmels. Das soll die Inquisition sein? Eine staubige alte Ruine voller abgehalfterter Soldaten? Wenn ihr euren Mund halten und stattdessen die Augen aufmachen würdet, wäre euch klar, dass die Inquisition unsere einzige Hoffnung ist. Ja gut, ich meine, wir fangen von vorne an, aber das ist auch trotzdem eine großartige Sache. Wir werden das aufbauen und die Himmelsfeste wieder groß machen. Das ist toll. Gefundene Vorhänge. Achso, ja. Gut, ich weiß auch schon ein paar Dinge über diese Himmelsfeste. Man kann die so ein bisschen individualisieren. Das machen wir alles später mal. Ich kenne das ja auch noch nicht. Finde den Schmied, da ist Josephine. Aha. Ich renne einfach mal nur so ein bisschen rum kurz und schau mal, wie groß das hier ist. Ah ja. Wir sind also irgendwo mitten in den Bergen. Hier ist der Kriegsrat. Suche nach Cole. Der vergessene Junge. Ich würde sehr gerne die ominöse Person kennenlernen, die Varric da angesprochen hat. Auf den Wehrräumen. Warte mal kurz. Was ist hier noch so? Aha. Solas? Ah, Solas, du bist hier? Das mag hier wohl früher mal gewesen sein. Hier ist so viel Platz für... Ja, was auch immer. Bisschen Einrichtung hat er auch schon. Hier geht's nach oben? Erstmal rumgucken hier. Dorian. Dorian ist hier oben bei den Büchern. Na, wer hätte es denn gedacht? Fiona? Hallo? Sehr schön. Was? Helisma? Wir quatschen alle mit einem Mal nächste Folge. Erstmal nur rumgucken, was uns hier alles so erwartet. Was haben wir hier hinten? Untersuchen, lesen. Schwester Liliana wird Zugang zu den Vögeln haben wollen. Dann ist Liliana. Bringt die Käfige hier auf. Rasch. Na, ihre Raben und Krähen. Aha. Okay, gucken wir uns mal die Schnellreise an. Oh mein Gott, ist das groß. Aus der Asche. Hauptquartier ist die Inquisition bereit, die Welt ihren Stempel aufzudrücken. Ratsraum. Die Krypta. Josephine, was ist da drunter? Aus der Asche ist das auch. Ich würde gerne mal das von... Oh Gott, Himmelsfeste. Gehen die Krypta. Rekrutiere am Kartentisch einen Arkanisten. Ich würde gern... Wo ist dann das mit Varric? Finde den Ratsraum, den Schmied. Na gut, machen wir erstmal das. Mal den Schmied finden und Ratsraum. Und uns derweil noch weiter umschauen. Oh, ist das ein schönes Gebäude. Aber was da abging in Haven, das war ja schon nicht mehr feierlich. Da weiß man als Let's Player auch gar nicht mehr, was er da sagen soll. Bei so epischen Momenten, die gehen dann so richtig schon ganz tief unter die Haut. Als sie gesungen haben, hatte ich auch sehr... Hatte ich schon eine leichte Gänsehaut. War schön. Schöne Momente. Das wird auch nicht vergessen. Aha. Sieh sich das einer an. Das ist ja ein verdammter Palast. Ja, hast du recht. Er wäre eines Königs würdig, hä? Königs? Ja, weiß ich nicht. Eine Stadt dazu gibt's ja hier nicht, also... Ist das Sarah? Sarah? Na? Du hast den Varric gelassen. Du bist nicht Varric. Da hinten ist der Bulle. Wir werden dann auch wirklich jetzt mit allem quatschen. Also die nächsten Folgen werden dann wieder ruhiger. Cassandra, du bist hier und übst mal wieder. Schön. Man hat die Charaktere, die wachsen einem immer mehr so ans Herz, ne? Da hinten ist irgendwo der Kräutertyp. Quartiermeisterin, Schnellreise. Vivienne? Vivienne, du bist hier irgendwo? Ah. Okay. Ach, guck mal, das ist doch... Ah. Hast du was zu sagen? Speeren Harding. Harding. Euer Gnaden. Ah, das ist die Süße. Was macht ihr? Erzählt mir von euch. Später. Aber süß, das ist die Harding. Ich sollte okay. Gehen. Gut, wollte ich nur wissen. Boah, wir werden uns hier bestimmt 3, 4, 5 Millionen Folgen erstmal durchquatschen. Ich sehe das jetzt schon kommen, aber boah, ich freue mich. Toll. Wo ist denn Varric? Du wolltest dich ja auf den Wehrgängen treffen. Einfach atemberaubend. Ja. Wie konnte ein Ort wie dieser nur in Vergessenheit geraten? Das frage ich mich auch. Meine Güte, ist das hier fucking groß. Sagt man ja nicht. Oh, ja, es sollte mein Schlafzimmer werden. Das tja, hatte Besuch. Ja. Varric, da oben. Dich suche ich. Mein liebgewonnener kleiner Zwerg. Warte ganz kurz. Ah, hier ist hier eingestürzt. So, Varric. Aha, was? Bildet das individuelle Aussehen deines Champions von Kirkwall nach? Was? Der bringt jetzt Hawke hierher. Verwende das charakteristische Standardaussehen des Champions von Kirkwall. Also, soweit ich mich erinnern kann, ist, hatte der eh nur ein Aussehen. Ich würde jetzt mal sagen, wir machen uns einen eigenen. Wie geil ist das denn? Toll. So sah der Tatsache ein bisschen aus, ne? Wieso ist denn das hier alles so komisch? Also rauszoomen ist nicht. Kopf 1? Ach okay, konnte man nur noch entscheiden zwischen Kopf 1 und Kopf 2. Also meine hatte immer diesen Streifen. Das glaube ich ja nicht. Der ist hier? Inquisitor, das ist Hawke, der Champion von Kirkwall. Wobei ich diesen Titel kaum noch benutze. Hawke, der Inquisitor. Ich dachte mir, vielleicht könnt ihr uns etwas zu Korypheus sagen. Immerhin haben wir beide gegen ihn gekämpft. Ihr habt den Bastard unter einem Berg begraben. Dagegen verblasst alles, was ich euch sagen könnte. Ach Quatsch, Hawke, stell dich mal nicht selbst unter den Scheffel. Interessant, dass der hier ist. Den hab ich auch mal gespielt. Ja, ja. Ich habe viel von euch gehört. Das stimmt. Oh, ich weiß nicht. Ihr habt eine Stadt vor einer Horde Kunari gerettet. Was hat das damit zu tun? Oder gibt es hier eine Horde wilder Kunari, von der ich nichts weiß? Es gibt einen Kunari. Er geht beinahe als Horde durch, ist aber zum Glück auf unserer Seite. Na dann, was wollt ihr wissen? Varric sagt, ihr hattet schon mit Korypheus zu tun. Ich tötete ihn. Die Grauen Wächter hatten ihn, doch er nutzte seine Verbindung zur dunklen Brut, um sie zu manipulieren. Er drang in ihre Köpfe ein, machte sie verrückt, hetzte sie aufeinander. Wenn die Wächter verschwunden sind, stehen sie vielleicht wieder unter seinem Einfluss. Sag mal, Hawke, hast du ein bisschen zugelegt? Das ist ein ganz schönes Bäuchlein. Und die Stimme ist übrigens, falls es jemanden interessiert, die Stimme hatte damals schon ein anderer Gefährte aus Origins, der Severin, der Meuchelmörder von den Krähen. Ein elfischer, ja, ein Elf halt, falls jemand ihn nicht kennt. Severin war ja auch einer meiner Lieblingscharaktere dort. Fand ich sehr interessant damals, dass er die gleiche Stimme gekriegt hat. Hm. Vielleicht reicht mir nicht, ja. Ja, Hawke. Wenn das mit den Wächtern passiert ist, können wir sie dann befreien? Vielleicht. Aber erst müssen wir mehr wissen. Ich habe einen Freund bei den Wächtern. Er geht dort einer anderen Sache für mich nach. Sein Name ist Stroud. Als wir uns zuletzt unterhielten, war er wegen des Verhaltens der Wächter besorgt. Seitdem nichts. Gut möglich, dass Korypheus hinter ihrem Verhalten steckt. Ist euer Freund mit ihnen verschwunden? Nein. Er versteckt sich in einer alten Schmugglerhöhle bei Kammwald. Hä? Okay, ja, ja. Wenn ihr nichts von Korypheus wusstet, was wolltet ihr von den Wächtern? Die Templer in Kirkwall benutzten ein seltsames Lyrium. Mhm. Es war rot. Ich hatte gehofft, die Wächter wissen mehr darüber. Korypheus hatte einen Haven-Templer bei sich. Sie sahen aus, als wären sie dem Lyrium ausgesetzt gewesen, das ihr beschreibt. Hoffen wir, dass mein Freund bei den Wächtern mehr weiß. Wir sind ja auch schon dem roten Lyrium begegnet. Es ist ja jetzt quasi per se auch keine neue Sache. Es gibt's nur recht selten, das Zeug. Ja, ich danke euch. Danke für eure Hilfe. Ich mache das ebenso für mich wie für euch. Korypheus ist mein Problem. Ich dachte, ich hätte ihn getötet. Diesmal bringe ich es zu Ende. Oh, Hawke, das sind ja mal Töne. Inquisitor? Ja, ich habe dich gar nicht angeklickt, aber ist okay. Wir quatschen natürlich eine Runde. Ah, erzählt mir mal von Ende. Das ist total toll. Ich werde den gleich ausquetschen. Aber warte, noch nicht jetzt. Wir unterhalten uns später. Wir treffen uns in Kammwald. Ja, natürlich machen wir das. Ich muss, glaube ich, auch so langsam die Folge mal beenden. Ich weiß nicht, ob wir das mit Hawke noch schaffen. Ich würde mich jetzt hier ein bisschen umsehen wollen. Und dann sprechen wir mit Hawke. Okay, Freunde, dann mache ich ein wenig kürzer jetzt mal die Folge und dafür waren die beiden anderen ja ein bisschen länger. Wir haben jetzt, boah, das sieht einfach so toll aus mit dieser Himmelsfeste. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, wir schauen uns hier um und nächstes Mal geht's weiter hier mit Hawke und bis dahin, grüß euch, eure Jale und tschö tschö mit Ö.